Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch dazu einladen, mal fünf Dinge in eurem Leben zu suchen, in denen du so richtig gut bist. Wir sind im Erwachsenenalter immer noch natürlich geprägt von der Kinderstube auf der einen Seite und unsere wahren Gaben, unser Potenzial, unsere Stärke, unsere Kreativität ist aufgrund verschiedener Begebenheiten, Erfahrungen, die wir einfach in der Kinderstube gemacht haben. Das Schulsystem, das wir hier in Deutschland haben, hat sein Übriges dazu getan. Da ging es weniger darum, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln, sondern den Schulplan durchzubekommen. Ich möchte das System jetzt auch überhaupt nicht angreifen oder verurteilen, sondern es ist jetzt einfach nur so meine Wahrnehmung, dass deshalb einfach unsere Kreativität, unsere persönlichen Gaben, unser Seelenplan, mit dem wir hierher gekommen sind, warum das alles verschüttet ist. Und dann sind wir dazu geneigt, so die Aufmerksamkeit auch immer auf diese Dinge zu richten. Ich kann das nicht, weil wir in der Schule vielleicht auch eine Note 5 ständig im Musikunterricht hatten oder im Malunterricht. Oder ich kenne noch solche Dinge wie Handarbeit, hatten wir früher in der Schule. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch in den Schulen auch teilweise einen Platz hat. Oder bei den Jungs waren das Werken, oder Werken hat man das, glaube ich, genannt. Also die so, mit Holz gearbeitet hat oder sowas. Das findet man wahrscheinlich heute mehr so in Waldorfschulen oder Montessori-Schulen. Aber egal. Und aufgrund dessen ist einfach unsere Kreativität da verschüttet gegangen. Wenn wir dann das Schulsystem verlassen, heißt es dann einfach, jetzt lern mal etwas Ordentliches, mach mal eine Ausbildung, der Ausbildung wegen, oder geh studieren, des Studierens willens. Da fragt uns auch niemand mehr, hey, wo sind denn deine ganz besonderen Gaben? Was sind denn die Dinge, von denen du als Kind geträumt hast, was du gerne gemacht hast? Für als Kind war für uns alles möglich im späteren Leben. Oder überhaupt, es war zur Zeit alles möglich. Und das ist ja eben so sukzessive so ein bisschen zunichte gemacht worden. Und dann macht man irgendeine Ausbildung. Das Herz schreit zwar nein, aber manchmal ist auch der Druck vom Elternhaus natürlich da und man traut sich überhaupt nicht, nur auf die Idee laut zu kommen, die Ausbildung abzubrechen, wenn man sagt, das macht mir überhaupt keinen Spaß oder ich habe festgestellt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Oder man studiert, dass man einfach nur, wie man so schön sagt, erstmal unter ist und des Studierens willens irgendwas macht, was einen auch nicht wirklich vom Herzen her interessiert. Und so zieht sich das dann später durch, wenn die Ausbildung beendet ist. Ja, sind wir auch nochmal an einem Punkt angelangt, wo wir immer noch nicht zu Recht meist wissen, wo unsere Kraft, unsere Gaben, unsere Stärken, unsere Kreativität ist, was denn so unser Seelenplan ist. Oder wenn wir so ansatzweise ahnen schon mal, weil wir schon mal ein bisschen uns in die Richtung bewegen möchten, trauen wir uns nicht, unser wahres Licht ins Licht zu stellen, also uns da wirklich zu zeigen. Und dann spielen nochmal so Prägungen mit eine Rolle, dass ich nicht gut genug dafür bin, dass ich das nicht kann, dass es schon so viele am Markt vielleicht auch in der Richtung gibt, dass ich zu klein bin, zu groß, zu dick, zu dünn oder was auch immer, völlig gleich, welche Themen damit reinspielen. Und da möchte ich dich heute mal dazu animieren, mal so 5 bis 7 Dinge in deinem Leben zu suchen, dich vielleicht zurückzuerinnern, nochmal an deine Kindheit, in denen du so richtig gut warst, was dir so richtig viel Freude gemacht hat und die du heute eigentlich nochmal gerne in deinen Tag integrieren möchtest. Und wenn du diese 5 bis 7 Dinge gefunden hast, dann natürlich möchte ich dich dazu einladen, diese Dinge auch nochmal in dein Leben zu integrieren, dir mal bewusst Zeit dazu einzuplanen und diesen Bereichen einen Raum zu geben, weil damit gibst du gleichzeitig nicht nur deinem inneren kleinen Kind nochmal einen Raum in deinem Leben, was dich glücklich machen wird, definitiv, sondern so Schritt für Schritt wirst du deinen eigenen Gaben, deiner Kreativität, deiner Stärke, deinem Potenzial näher kommen. Und wer weiß, auf welchem Weg das Universum dich dann lenkt und du dann eben auch so richtig auf den Weg deines Herzens damit kommen kannst und deine wahre Kraft und Stärke hier als erwachsene Frau, als erwachsener Mann dann eben auch zeigen kannst und ja, dann zu deiner wahren Berufung auch finden kannst. Also ich möchte jetzt gar nicht so weit nochmal in die Richtung gehen, da Ziele setzen und so weit denken, aber
Du wärst nicht die Erste, du wärst nicht der Erste, dem es so geht, dass er irgendwann mal angefangen hat, nochmal seine Gaben und Stärken und sein Potenzial ans Tageslicht zu bringen und dann plötzlich merkt, wie das Universum mehr und mehr agiert und man zu seiner wahren Berufung da einfach findet und so, ja, auch die nötige Geldenergie in sein Leben ziehen kann. Das ist ja dann auch so ein Weg, den man dann einfach angefangen hat zu schreiten, wo ja auf wundersame Weise viele Dinge einfach geschehen können. Also such mal 5 bis 7 Dinge in deinem Leben, in deiner Kindheit vielleicht, in denen du so richtig gut bist, was so ein bisschen verschüttet wurde bislang, und erlaube diesen mal wieder einen Raum in deinem jetzigen Dasein einzunehmen. Alles Liebe für dich, das war's auch schon für heute. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung, sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.